lesen Sie jetzt in der Deutschen Stimme. Die Silvesternacht von Köln hat den Blick auf das Asylchaos weitergeschärft. Ein nordafrikanischer Mob machte Jagd auf deutsche Frauen und die Polizei schaute tatenlos zu. Diese Kriegserklärung von Köln ist nicht nur Titelgeschichte der Februarausgabe der Deutschen Stimme, auch im innenpolitischen Teil geht DS-Redakteur Arne Schimmer der Frage nach, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind und warum die massenhaften Migrantenübergriffe als Fukushima der Willkommenskultur zu verstehen sind. Fukushima läutete 2011 das Ende des Atomkraftzeitalters in Deutschland ein. Köln hat sich fast 5 Jahre später als Super-GAU der Multikulturalisten erwiesen. Nun ist klar, entweder entschärfen wir sofort die Zuwanderungsbombe oder unser Land wird vom Asyl-Tsunami zerstört. In einem großen Interview ergreift dazu auch die Juristin Ariane Meise das Wort. Als Zuwanderungskritikerin und als Frau. Sie stellt unmissverständlich klar, die Silvesternacht von Köln ist Teil eines Eroberungsfeldzuges. Noch bevor überhaupt bekannt wurde, dass der Kölner Dom vor den Übergriffen von Migranten mit Feuerwerkskörpern unter Beschuss genommen wurde, hat Ariane Meise den Symbolcharakter des Ortes und der Taten herausgestellt. Sie spricht unmissverständlich von einem Angriff auf unsere Kultur und einem Anschlag auf die einheimischen Frauen. Damit trifft sie genau ins Schwarze. Mit dem Islam als Eroberungsreligion setzt sich DS-Redakteur Jürgen Gansel in seinem Essay »Der große Selbstbetrug« auseinander. Für ihn verstellt die Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus den Blick auf die Ursachen religiös motivierter Gewalt. Niemand bestreitet, dass es auch friedliche Muslime gibt. Das Problem ist jedoch, dass sich diese Muslime womöglich weniger auf den Koran berufen können als Gewalttäter und Terroristen. Wir verdeutlichen, warum Europa den Kampf gegen die Islamisierung entschlossen führen muss, wollen wir nicht eines Tages in Eurabia aufwachen. Neben diesen deutschland- und europapolitischen Fragen bietet die aktuelle Ausgabe der Deutschen Stimme wie gewohnt einen Blick auf die parlamentarische und außerparlamentarische Arbeit der nationalen Opposition und die anstehenden Wahlkämpfe in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Und natürlich kommt auch die Kultur nicht zu kurz. Im Panorama-Teil haben wir diesmal einen großen Aufsatz des Historikers Moritz Altmann über die Reichsgründung vor 145 Jahren. Während sich Savit Babic mit dem Kesseltreiben gegen den Mannheimer Sänger Xavier Naidoo befasst. Wärmstens empfehlen kann ich auch die Rezension der Memoiren von Vjatscheslav Daschicev, der als Architekt von Gorbatschows Perestroika-Politik den Weg zur deutschen Einheit ebnete. Diese und viele andere Themen finden Sie in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Stimme. Sichern Sie sich noch heute die Februar-DS und 2 weitere Ausgaben für nur 5 Euro. Oder bestellen Sie gleich ein Jahresabo für nur 30 Euro unter www.deutsche-stimme.de/abonnieren. Deutsche Stimme, Monat für Monat, die andere Meinung.